Ja, Leute, da sind wir wieder bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine weitere Arena der Prüfung. Heute mal zu dem Horror, der ist ja heute auf den Livestream rausgekommen. Und natürlich gibt es dazu morgen dementsprechend auch wieder eine weitere Arena der Prüfung. Ich bin jetzt gerade auf dem Testserver, darum kann ich das für euch schon aufnehmen, die ganze Sache. Und ja, die Belohnungen sind soweit natürlich wieder identisch. Es gibt hier wieder schöne Elite-Seelensteine und hier eben kleine Belohnungen noch dazu. Und ja. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an und ich zeige euch einfach mal die Teams, die ihr braucht, um hier zu gewinnen. So, ich würde sagen, wir fangen hier unten links einfach mal an. Gehen hier einmal fix hin und werden dementsprechend das erste Team machen. Klar, es ist ein Mage, also muss der nach hinten, weil er nicht so wirklich tanken kann, dementsprechend. Dann packen wir ihn mit rein, packen wir sie mit rein, ihn und sie. Genau, und dann sollte das eigentlich auch schon Win sein. So, wie sieht es aus mit der Audio? Ich habe übrigens auch so ein kleines bisschen rumprobiert mit der Audio wieder. Ich denke, das sollte auf jeden Fall ein Unterschied sein zum letzten Video. Ich habe die Grundlautstärke so ein bisschen runtergestellt vom Mikrofon aus und habe das dann halt im OBS so ein bisschen wieder höher skaliert. Die ganze Sache, ich glaube, es sollte jetzt von der Audio besser sein. Könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Würde mich mal dazu interessieren, ob das bei YouTube halt auch zu merken ist. Sonst kann ich leider von der Audio her nicht wirklich viel machen, bin ich der Meinung. Ich habe schon versucht, so ein bisschen was da ja hinzubekommen. Ja, sonst müsste ich mir halt ein neues Mikro holen. Aber eigentlich ist das soweit auch okay. Hier natürlich das gleiche Team. Können wir uns nochmal ganz kurz angucken. Schreibt auch, wie gesagt, gerne meine Kommentare, wie ihr die Ulti von dem Horror findet. Ich finde die mega, mega cool. Richtig gelungen. Zwischenzeitlich macht die auch guten Schaden, finde ich. Aber es gibt auch Momente, wo die einfach gar keinen Schaden macht. Ja, es ist noch so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall kein Held, den man wirklich so als Carry mit reinsetzen kann. Es ist wirklich bloß halt so ein Unterstützungsheld letztendlich. So, dann haben wir jetzt dort oben nochmal zwei Teams. Das sind die Teams soweit auch gleich. Der Morrow ist auch weiterhin oben. Und jetzt haben wir ihn mit drin. Natürlich auch den Rovan wieder mit rein. Ihn und sie. Und dann sollte das eigentlich soweit auch passen. Und sollte auch wieder ein Win sein für die nächsten zwei Kämpfe. So. Ich habe auch schon überlegt, ob ich hier dieses Stiftrollen-Gedöns einsetze für Morrow und mache dafür von mir aus die Chimäre auf Elite nur noch so nach dem Motto, dass ich dann halt meinen Morrow soweit fertig habe. Ich weiß auch nicht so genau, ob sich das letztendlich dann vielleicht lohnt. Also Chimäre benutze ich so oder so nicht, klar. Aber ich habe das halt mit 1 gekoppelt, die ganze Sache. Und na, ist das so ein bisschen. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber ich finde schon, dass sich Morrow auf jeden Fall lohnt, hochzuziehen, muss ich dazu sagen. Also, der kann auf jeden Fall was. Ist in den Kämpfen irgendwie nicht so wirklich, aber er braucht natürlich auch ein gutes Artefakt dementsprechend. Ja. So, Morrow ist jetzt zwar gestorben, aber ist ja egal, wir haben ja trotzdem gewonnen. So, damit haben wir diese Belohnung soweit auch. Und jetzt haben wir bloß noch zwei Gegner, und zwar hier oben. Und da gibt es natürlich auch dementsprechend schöne Teams. Wir müssen den Moro einmal hier runterziehen. Dann haben wir einmal den Lucius, einmal sie, einmal die Nara und sie. Und dann sollte das soweit auch klappen für die nächsten beiden Kämpfe. Ich denke mal, die meisten werden jetzt abschalten, weil wie gesagt, das passt jetzt für die beiden nächsten Kämpfe. Darum sage ich jetzt auch schon mal, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass euch das soweit weitergeholfen hat. Und ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich dementsprechend auch freuen, natürlich. Ich bin auch so mal überlegen, ob ich auf diesem Account, also auf diesem YouTube-Channel, über AFK-Arena auch mal ein paar Livestreams mache. Könnt ihr gerne mal ja, dazu Feedback in die Kommentare geben, wie ihr das finden würdet. Also in welche Richtung das vielleicht gehen sollte, ob ich einfach mal so ein bisschen Kampagne spiele. Ihr wisst ja, Kampagne ist immer so ein bisschen sowas für sich, so nach dem Motto. Manchmal kommst du weiter, manchmal kommst du nicht weiter. Du kommst meistens natürlich weiter, wenn du die Helden ein bisschen höher gezogen hast, logisch klar. Oder wenn du irgendeinen Helden von der Aufstiegsstufe höher gezogen hast, logisch. Aber es gibt natürlich auch viele Wege,
wenn man die Aufstellung halt dementsprechend noch ein bisschen ändert, dann kommt man eigentlich auch relativ gut weiter. Klar, irgendwann geht es nicht mehr, logisch. Aber ich meine, dazu kann ich ja auch mal ein Video machen oder ein Livestream dementsprechend. Vielleicht interessiert euch das ja letztendlich, so ein bisschen so auf Aufstellung halt achten und dann einfach mal gucken. Weil man kann ja zum Beispiel, man sollte zum Beispiel, wenn man im gegnerischen Team ein Iron drin hat, dann kann man ja den Iron relativ gut countern mit der Nara, weil die Nara ja zuerst dran zieht. Und es sind halt solche Kleinigkeiten, solche Geschichten, die dich halt so ein bisschen weiterbringen. So, wir haben hier erstmal die Elite-Seelensteine, die wir jetzt natürlich auch direkt mal aufmachen werden. Den Mora habe ich leider auf diesem Account noch nicht. Aber ist ja auch nicht ganz so schlimm. So, wir gucken einfach mal, was haben wir denn da drauf. Wow, Futter. Ja gut, okay. Dieser Account ist ja wie gesagt nicht ganz so mit Glück übersät, sagen wir mal so. Ich meine, wir können ja mal ganz kurz reingucken. Ich habe jetzt hier schon ein paar gute Helden. Ich habe Tarsis relativ viele bekommen. Okay. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch keinen Rovan und so. Naja, ist letztendlich auch egal. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Das soll es nämlich eigentlich auch schon wieder gewesen sein dazu. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute!